Hallo zusammen, salve a tutti. Heftige Wochen, aber ich glaube, das geht so weiter. Ich habe vorhin mit meinem ehemaligen Partner von meinem Börsenmaklerbüro gesprochen. Ich habe 35 Jahre Börse auf dem Buckel, er hat 50 Jahre auf dem Buckel und ich habe, oder vielmehr, wir haben uns gefragt, haben wir sowas, was hier momentan abgeht, überhaupt schon jemals gesehen? Wir haben alles Mögliche mitgemacht. Den Crash 1987, Gorbatschow-Crash, die Dotcom-Blase, Neuer Markt, Lehman Brothers. Aber sowas, was sich hier momentan abspielt mit dieser Diversifizierung, das haben wir auch noch nicht gesehen. Also sowas wie Facebook, Netflix oder PayPal. Ich nehme jetzt mal nur die drei Werte. Die haben von ihrem Hoch zum Tief, ich muss jetzt einfach mal bei der Amerika bleiben, sorry, haben die 800 Milliarden Euro verloren. Nur mal zum Vergleich. Die größten deutschen Werte, Linde, Siemens, VW und SAP, haben zusammen eine Börsenkapitalisierung von 500 Milliarden. Nur mal, um die Dimension jetzt zu zeigen. Und da sind so Werte wie Peloton oder Adobe noch gar nicht drin. Und auf der anderen Seite habe ich dann sowas wie Snap, Amazon oder Alphabet. Das ist wirklich heftig und das kann mir auch kein Mensch mit irgendwelchen Charts erklären. Also ich könnte es nicht, beim besten Willen nicht. Zwei Dinge seien hier erlaubt zu sagen. Das eine ist, Europa handelt gerne in, na sagen wir ruhig mal, sklavischer Abhängigkeit amerikanische Zahlen. So eine Art Appendix der Börsenkurse. Da ist der DAX ganz groß drin. In Amerika ist es so, dass viele Aktien kreditfinanziert sind. So, was passiert denn jetzt, wenn der Banker zum Kunden geht und sagt, du pass mal auf, du hast die Facebook gekauft bei 320, jetzt sind sie 230, kannst du noch, geht's noch oder sollen wir die rausschütteln? Der Gedanke sei erlaubt. Der zweite ist, ich möchte kein Hedgefonds sein in dieser Zeit. Wirklich nicht. Die haben ja oftmals Positionen, die kann man nicht an einem Tag drehen. Das kann mehrere Tage dauern. Und ich hoffe nicht, dass da jetzt der eine oder andere kippt, so wie wir das mal hatten bei, was war das, GameStop. Also das hoffe ich jetzt mal nicht. Da muss man ganz genau mal die Zeitungen, Internet und so durchforschen und mal überlegen, was da ist oder nicht. Letztendlich fällt mir eins ein bei verschiedenen Werten, wie zum Beispiel Facebook. Und ich gucke gerade eben drauf, jetzt sind sie bei 202. Die haben nicht den Ansatz einer Stabilisierung. Dazu fällt mir nur ein, unter Absingen schmutziger Lieder verließen sie das Lokal. Anders kann ich das gar nicht sagen. Aber es ist so, für den Fall, dass sie da irgendwo schief liegt. Ich habe letzte Woche einen Film reingestellt auf YouTube in die Playlist Allgemeines. Und das Ding heißt Repair Strategy. Was tun, wenn ich schief liege? Vielleicht nutzt es dem einen oder anderen was. Aber jetzt gehen wir mal zum DAX. Was ihr hier vor euch seht, ist der Monatschart, weil der Monat ist rum, der Januar ist rum, wollte ich euch zeigen. Das ist die altbekannte Linie 14.800 hier. Kennt jeder, weiß jeder. Jetzt kommt hinzu, dass zu den bereits vorhandenen Verkaufssignalen über die moderne Sichtweise im MACD auch das bereits vorhandene Verkaufssignal in der Stochastik jetzt auch noch die traditionelle Sichtweise dreht. Tut mir leid, ich kann hier nichts Positives finden. Ich bin der Meinung, dass wir nach, oder ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir bis Ende April sowas hier erreichen. Das ist eine 13.000, sagen wir mal 900, 13.870, sowas hier. Dass wir da aufsetzen, einmal nochmal hier runtergehen. Das ist knapp unter der 20-Monats-Linie. Ich kann dem Markt hier beim besten Willen nichts Positives abgewinnen. Jetzt gehen wir mal auf den Tageschart. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie ich das am letzten Freitag beschrieben habe, dass wir nochmal hoch zur 20-Tage-Linie gehen können. Hier ist sie, ich mache es mal ein bisschen größer, war mal ein bisschen drüber. Hier ist die 200-Tage-Linie. Wir sind da dran. Dann habe ich geschrieben, das ist die Pflicht gewesen. Ich glaube nicht, dass eine Kür kommt. Hätte es auch nicht gedacht, dass das nur 3 Tage dauert, dass wir dann so runtergehen. Aber andere Zeiten, andere Sitten. Nach wie vor bleibt dieser kleine Kreis hier, das 61,8er Retracement von dieser Bewegung hier vom All-Time-High bis runter zu der 14.950, die wir hatten. Das ist auch jetzt definitiv eine Unterstützung. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die 14.940 auf Xetra gerechnet ist eine Unterstützung und hier ist die altbekannte 14.815. Ich glaube nicht, dass wir die hier während des Tages nehmen. Macht es mal ein bisschen höher. Ich glaube das nicht. Da werden zu viele dagegen halten. Ja. Aber das ist so die klassische Marke, die über Nacht unterboten wird. Oh, guck mal, wir sind 14.700. Ja, der wird doch nochmal hochgehen zu 14.800 und dann tröpfelt der weiter runter.
die Bänder, die letzte Woche beide, das sah man hier, zusammengelaufen sind. Jetzt geht das untere wieder auf. Das heißt, beide Bänder sind nach unten gerichtet. Das ist negativ zu werten. Wir haben das, worauf ich nicht so schaue, 20-Tage-Linie, unterbietet die 200-Tage-Linie. Finde ich jetzt nicht so spannend. Hatten wir öfter, ja, hatten wir hier auch. Aber ich möchte zumindest mal darauf hingewiesen haben. Das MACD dreht komplett runter. Man muss es auch mit diesen Kursen, aber es dreht komplett runter. Ein vermeintlich entstehendes Kaufsignal über die traditionelle Sichtweise fand nicht statt. Auch negativ. Stochastik in der Mitte der Range, auch wieder runtergedreht. Auch negativ. Ich kann hier nichts Positives finden. Das ist jetzt mal für den Gesamtmarkt gesprochen. Jetzt haben wir hier nicht so Werte drin wie Facebook oder Netflix oder PayPal oder Peloton oder Adobe. Hier sind es mehr so ein bisschen die Nebenwerte, die hin und her rühren. Aber ich möchte diese Seite nochmal zeigen hier. Die erreicht man, wenn man sagt, wer bewegt den DAX? Da sieht man also heute die Deutsche Bank, und die Banken haben sich sensationell geschlagen, hat den aktuellen Einfluss von 7,7 Punkten auf den DAX. Positiv. Die sind 37 Cent gestiegen und das sind 2,82%. Aber dann schaut man hier unten. Ich gucke immer wieder auf diese Liste, weil mir das manchmal nicht so gleich vor Augen kommt. Linde. 5,14% verloren. Das waren 14 Euro. Das sind alleine 74 Punkte. Jetzt nehmen wir noch die Siemens dazu. Da sind wir schon bei 100 Punkten. Zwei Werte, die es ausmachen. Immer mal wieder auf diese Liste schauen. Dann ist hier oben, ich finde es wirklich gut, ist Marktkapitalisierung. Kann man sich das nochmal genau anschauen. Da hole ich also die Werte raus, wenn ich sage, die vier größten Werte sind bei 500 Milliarden. Aber zurück zum DAX. Ich habe hier nichts Positives, muss ich ehrlich sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was die Nachricht sein sollte, dass wir nächste Woche wieder hier hochgehen. Ich versuche das möglichst marktneutral zu sagen. Ich möchte nicht als der Apologet des ewigen Shorts gelten. Erst wenn wir hier drüber sind und schließen, also über der 15.750 und am besten schließen mit 15.775, ist die Gefahr eines Bruchs von dieser Make-or-Break-Line bei 14.800, ist die da. Oder dann ist die Gefahr gebannt erstmal. Aber momentan, das Ding zieht. Das Ding zieht richtig. Und ich halte den für sehr gefährdet. Wer nicht unbedingt dabei sein muss, der kann sich auch mal raushalten. Linda Raschke, das ist eine Händlerin aus Amerika, hat gesagt, Seitenlinie ist auch eine Position. Und hat sie recht, muss ich ganz klar sagen. Hat sie vollkommen recht. Man muss nicht immer dabei sein. Ich halte das Size hier klein. Nur ein Beispiel, was mir passiert. Ich habe gestern Abend um 21.55 Uhr irgendwann mal gesagt, das ist jetzt ein bisschen arg viel. Und habe mir Nasdaq-Calls gekauft. Die standen bei 1,40. Ich gucke heute Morgen rein, da sind die bei 4. Ich habe die sofort verkauft. Da habe ich gedacht, das ist ein Gottesgeschenk. Dann gingen die runter auf 65 Cent, stiegen wieder auf 2,65 Euro. Und jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo sie jetzt stehen, aber jetzt, da werden jetzt irgendwo sind die jetzt bei 1,50 wieder. Es ist, das ist kein Markt für großes Volumen, wenn man nur ab und zu da reinschauen kann. Um den zu handeln, muss man davor sitzen. Da warne ich wirklich davor, das kann nach hinten gehen, nach hinten losgehen. Ich habe euch trotzdem Scheine mitgebracht. Der eine, da muss ich den Chart ein bisschen hoch machen. 14.500 hier. Der eine ist ein 14.527er. Da sind wir hier. Man kann den nehmen, aber dann bitte nur portionsweise, nicht die ganze Position ausfahren. Also ich sage jetzt mal ein Viertel, maximal ein Drittel, mehr nicht, um reinzuschnüffeln, ja, was ich immer Schnüffelstücke nenne. Aber der muss sofort gestoppt werden. Wenn wir hier unter dieser 14.000, sagen wir mal 8750 sind, dann muss der sofort raus. Das ist die UH18C2. Dann habe ich als Put 15.800er, da liege ich hinter diesem 61er Retracement. Der kommt bei mir ins Spiel, wenn wir hier drunter gehen. Unter die 14.950 war das, wenn wir da drunter gehen. Und das ist die UH60WH. 15.817, da sind wir hier ungefähr. Da. Also nochmal, wer nicht unbedingt dabei sein muss, sollte sich mal ruhig halten. Die Börse muss sich beruhigen. So Kurse wie Facebook und wie sie alle heißen, müssen sich beruhigen. Nächste Woche sind Zahlen, Nächste Woche sind Zahlen von Peloton. Ich glaube, am 8. kommen die. Aber ich will mal mit euch
kurz das noch sagen, ihr müsst vor jedem Trade darauf achten, kommen Zahlen oder nicht. Das sind die Zahlen, die nächste Woche kommen. Heute war Thyssen. Mal gucken, was da Interessantes dabei ist. Gut, TUI ist nächste Woche. Deutsche Börse. Heidelberger Druck ist momentan überall mal genannt. Was haben wir hier sonst noch? Metro, Siemens Energy. Die liegen auch da wie ein Stück Kehricht. Ja, und die haben nächste Woche, das ist am Mittwoch, bringen die Zahlen. Da bin ich mal sehr gespannt. Das wird interessant. Was habe ich denn hier noch? Siemens, klar, das ist aber auch die Hauptversammlung, ne? Meine ich doch. Siemens, ja, das ist die Hauptversammlung, die ist am Donnerstag. Thyssen ist nächste Woche. Und das war's für nächste Woche. Also schaut auf jeden Fall mal rein, was da für Zahlen kommen, die euch eventuell betreffen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.